ist denn das für eine Unordnung hier? Trax. Wir zwei waren's nicht, denn wir waren ja nicht hier. Wer könnte noch sonst in unserer Klasse gewesen sein? Frau Lehrerin Elisabeth? Wenn du das so meinst, Trax, wird's vielleicht sogar stimmen. Wir werden das dann mit ihr besprechen. Sie kommt ja sicher bald. Ansonsten werden wir hier mal Ordnung machen und dann können wir mit unserer Show weitermachen, oder? Also machen wir mal Ordnung. Geht klar! Hey, Trax, nicht so! Dann ist die ganze Unordnung ja nur am Boden. Schau mal, wir nehmen diese Mappen, legen sie auf einen Stapel und nachher räumen wir den ganzen Stapel weg. Ist das gut so? Ja, muss gut sein, oder? Sieht doch gleich viel besser aus, Trax, oder? Natürlich! Und jetzt können wir ganz kurz und formlos ankündigen, dass es zum Sachunterricht kein spezielles Thema gibt, sondern einfach einen netten Film für euch zum Anschauen. Cool!
Publikum, liebe Kinder, vielen, vielen herzlichen Dank. Und nun die alles entscheidende Frage von uns an Sie. Hat Ihnen die Vorstellung des Zirkus Picards gefallen? Uns hat es auch so großen Spaß gemacht, für Sie alle Zirkus zu spielen. So. Und Trax, hat dir der Film gefallen? Na sicher! Siehst du auch, was hier schon am Tisch liegt? Juhu! Dem entnehme ich, dass du dich auf ein neues Kapitel mit Pippi Langstrumpf schon freust. Die Kinder hoffentlich auch. Fünftes Kapitel. Pippi sitzt auf dem Gartenzaun und klettert in den hohlen Baum. Vor der Villa Kunterbunt saßen Pippi, Tommy und Annika. Pippi saß auf dem einen Pfosten, Annika auf dem anderen und Tommy saß auf der Gartentür. Es war ein warmer und schöner Tag Ende August. Ein Birnenbaum, der direkt hinter dem Zaun stand, streckte seine Zweige so weit herunter, dass die Kinder die kleinen goldroten Augustbirnen ohne große Mühe abpflücken konnten. Sie kauten und aßen und spuckten die Kerngehäuse auf den Weg. Die Villa Kunterbunt stand dort, wo die kleine Stadt aufhörte und das Land anfing und wo die Straße direkt in die Landstraße überging. Die Leute der kleinen Stadt gingen gern spazieren in dieser Gegend, denn hier war es am schönsten. Wie sie so da saßen und Birnen aßen, kam ein Mädchen den Weg von der Stadt her. Als es die Kinder entdeckte, blieb es stehen und fragte: Habt ihr meinen Papa hier vorbeigehen sehen? Ja, sagte Pippi. Wie sieht er aus? Hat er blaue Augen? Ja, sagte das Mädchen. Gerade richtig groß, nicht zu groß und nicht zu klein? Ja, sagte das Mädchen. Schwarzer Hut und schwarze Schuhe? Ja, genau, sagte das Mädchen eifrig. Nein, den haben wir nicht gesehen, sagte Pippi bestimmt. Das Mädchen sah enttäuscht aus und ging ohne ein Wort weiter. Warte mal, schrie Pippi hinter ihr her. Hat er eine Glatze? Nein, natürlich nicht, sagte das Mädchen böse. Da hat er Glück gehabt, sagte Pippi und spuckte ein Kerngehäuse aus. Das Mädchen lief eilig weiter, aber Pippi rief: Hat er unnatürlich große Ohren, die bis zu den Schultern reichen? Nein, sagte das Mädchen und drehte sich erstaunt um. Du willst doch nicht behaupten, dass du einen Mann mit so großen Ohren hast vorbeigehen sehen. Ich habe noch nie jemand gesehen, der mit den Ohren geht. Alle, die ich kenne, gehen mit den Füßen. Ach, bist du blöd. Ich meine, hast du wirklich einen Mann gesehen, der so große Ohren hat? Nee, sagte Pippi. Es gibt keinen Menschen, der so große Ohren hat. Das wäre ja verrückt. Wie würde das aussehen? So große Ohren kann man nicht haben. Jedenfalls nicht in diesem Land, fügte sie nach einer Nachdenkpause hinzu. In China ist das ja was anderes. Ich habe mal in Shanghai einen Chinesen gesehen. Seine Ohren waren so groß, dass er sie als Umhang benutzen konnte. Wenn es regnete, kroch er unter die Ohren. Und darunter war es so warm und schön, wie man sich nur denken kann. Obwohl die Ohren es auch ganz gemütlich hatten. Wenn besonders schlechtes Wetter war, lud er seine Freunde und Bekannten ein, unter seine Ohren zu kommen. Da saßen sie dann und sangen ihre traurigen Lieder, bis der Regen vorüber war. Sie hatten ihn seiner Ohren wegen sehr gern. Hai Shang hieß er. Ihr hättet mal sehen sollen, wenn Hai Shang morgens zur Arbeit lief. Er kam immer in der letzten Minute, denn er schlief so gern lange. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hübsch das aussah, wenn er angesaust kam und die Ohren wie zwei große gelbe Segel hinter ihm herflatterten.
Das Mädchen war stehen geblieben und hörte Pippi mit offenem Mund zu. Und Tommy und Annika konnten nicht mehr weiter essen. Sie waren voll damit beschäftigt zuzuhören. Er hatte mehr Kinder, als er zählen konnte. Und das Kleinste hieß Petter, sagte Pippi. Ja, aber ein Chinesenkind kann doch nicht Petter heißen, wandte Tommy ein. Das hat seine Frau auch zu ihm gesagt. Ein Chinesenkind kann doch nicht Petter heißen, sagte Pippi. Aber Hai Shang war so furchtbar eigensinnig und er sagte, das Kind sollte entweder Petter heißen oder gar nichts. Und dann setzte er sich in eine Ecke und zog die Ohren über den Kopf und maulte. Und da musste seine arme Frau natürlich nachgeben. Und das Kind bekam den Namen Petter. Ach so, sagte Annika. Petter war das schwierigste Kind, das es in ganz Shanghai gab, fuhr Pippi fort. Er nörgelte beim Essen, so dass die Mama ganz unglücklich war. Ihr wisst ja, dass man in China Schwalbennester isst. Und da saß die Mama mit einem ganzen Teller voller Schwalbennester und wollte ihn füttern. So, Petterlein, sagte sie, jetzt essen wir ein Schwalbennest für Papa. Aber Petter kniff bloß die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. Schließlich wurde Hai Shang so böse, dass er sagte, Petter sollte kein anderes Essen kriegen, bevor er nicht ein Schwalbennest für den Papa gegessen hatte. Und wenn Hai Shang etwas gesagt hatte, so blieb es dabei. Von Mai bis Oktober ging das Schwalbennest zur Küche raus und wieder rein. Am 14. Juli bettelte die Mama, ob sie Petter nicht ein paar Fleischklöße geben dürfte, aber Hai Shang sagte nein. So ein Quatsch, sagte das Mädchen auf der Straße. Ja, das hat Hai Shang auch gesagt, fuhr Pippi fort. So ein Quatsch, hat er gesagt. Es ist klar, dass der Junge das Schwalbennest essen kann, wenn er bloß aufhört, so eigensinnig zu sein. Aber Petter kniff nur die ganze Zeit von Mai bis Oktober die Lippen zusammen. Ja, aber wie konnte er da leben? Fragte Tommy verwundert. Er konnte nicht leben, sagte Pippi. Er starb, aus reinem Trotz, am 18. Oktober. Und am 19. wurde er begraben. Und am 20. kam eine Schwalbe durchs Fenster geflogen und legte ein Ei ins Schwalbennest, das auf dem Tisch lag. So war es wenigstens noch zu etwas Nütze. Kein Schaden war geschehen, sagte Pippi fröhlich. Dann schaute sie nachdenklich das Mädchen an, das ganz verwirrt dastand. Wie komisch du aussiehst, sagte Pippi. Was ist los? Du glaubst wohl, dass ich hier sitze und lüge. Was? Dann sag es nur, sagte Pippi drohend und krempelte die Ärmel hoch. Nein, nein, sagte das Mädchen erschrocken. Ich will nicht gerade behaupten, dass du lügst, aber... Nicht, sagte Pippi, aber genau das tue ich. Ich lüge so, dass meine Zunge schwarz wird. Hörst du das nicht? Glaubst du wirklich, dass ein Kind von Mai bis Oktober ohne Essen leben kann? Natürlich weiß ich, dass Kinder so 3, 4 Monate gut und gern ohne Essen auskommen können. Aber von Mai bis Oktober, das ist zu dumm. Du musst doch merken, dass das gelogen ist. Du darfst dir doch nicht einfach alles Mögliche von den Leuten einreden lassen. Da lief das Mädchen davon und drehte sich nicht mehr um. Wie leichtgläubig Leute sein können, sagte Pippi zu Tommy und Annika. Von Mai bis Oktober. So was Dummes. Dann rief sie dem Mädchen nach. Nee, wir haben deinen Papa nicht gesehen. Wir haben den ganzen Tag keinen Glatzkopf gesehen. Aber gestern sind 17 Stück vorbeigekommen. Arm in Arm. Pippis Garten war wirklich wunderbar. Gepflegt war er nicht, nein. Aber es gab eine herrliche Wiese, die niemals gemäht wurde, und alte Rosensträucher, die voll von weißen und gelben und rosa Rosen waren. Nicht besonders feine Rosen, aber sie dufteten herrlich. Es gab auch ziemlich viele Obstbäume und, das Beste von allem, einige uralte Eichen und Ulmen, in denen man prima klettern konnte. Pippi tat das jedenfalls oft.
In Tommys und Annikas Garten war es mit Kletterbäumen schlecht bestellt. Ihre Mama hatte immer Angst, dass sie runterfallen und sich wehtun würden. Deshalb waren sie bisher noch nicht so viel geklettert. Aber jetzt sagte Pippi: Wollen wir nicht in diese Eiche darauf klettern? Tommy rutschte sofort vom Zaun herunter, begeistert von dem Vorschlag. Annika hatte etwas mehr Bedenken, aber als sie sah, dass der Baumstamm große Vorsprünge hatte, auf die man seinen Fuß setzen konnte, fand sie auch, dass es lustig wäre, es zu versuchen. Ein paar Meter über der Erde teilte sich die Eiche in zwei Stämme. Und da, wo sie sich teilte, war es wie ein kleines Zimmer. Bald saßen alle drei Kinder dort oben sehr gemütlich. Über ihren Köpfen breitete die Eiche ihre Krone aus wie ein großes grünes Dach. Hier könnten wir Kaffee trinken, sagte Pippi. Ich lauf schnell rein und koch uns einen Schluck. Tommy und Annika klatschten in die Hände und riefen: Bravo! Es dauerte nicht lange, bis Pippi den Kaffee fertig hatte. Und am Tag davor hatte sie Brötchen gebacken. Sie stellte sich unter die Eiche und fing an, die Kaffeetassen raufzuwerfen. Tommy und Annika fingen sie auf. Manchmal war es die Eiche, die sie auffing, sodass die Tassen kaputt gingen. Aber Pippi lief ins Haus und holte neue. Dann kamen die Brötchen an die Reihe. Und eine Zeit lang schwirrten Brötchen in der Luft herum. Die gingen nicht kaputt. Zuletzt kletterte Pippi mit der Kaffeekanne in der einen Hand hinauf. Sahne hatte sie in einer Flasche in der Tasche und Zucker in einer kleinen Schachtel. Tommy und Annika fanden, dass ihnen Kaffee noch nie so gut geschmeckt hatte. An Wochentagen bekamen sie sonst keinen Kaffee, nur wenn sie eingeladen waren. Und jetzt waren sie ja eingeladen. Annika kleckerte etwas Kaffee auf ihr Kleid. Erst war es warm und nass und dann wurde es kalt und nass. Aber das machte nichts, sagte Annika. Als sie fertig waren, warf Pippi die Tassen auf den Rasen hinunter. Ich will sehen, wie haltbar Porzellan heutzutage ist, sagte sie. Eine Tasse und alle Untertassen blieben merkwürdigerweise ganz. Und von der Kaffeekanne ging nur der Ausguss ab. Plötzlich fing Pippi an, etwas höher hinaufzuklettern. Hat man sowas gesehen? Rief sie auf einmal. Der Baum ist hohl! Im Stamm war ein großes Loch, das die Kinder nicht sehen konnten, weil es durch Laub verdeckt war. Oh, darf ich auch raufkommen und gucken? Fragte Tommy. Aber er bekam keine Antwort. Pippi, wo bist du? Rief er ängstlich. Da hörten sie Pippis Stimme, aber nicht von oben, sondern von tief unten. Es klang, als ob sie aus der Unterwelt käme. Ich bin im Baum drin, der ist hohl bis runter auf die Erde. Wenn ich durch einen kleinen Spalt schaue, kann ich die Kaffeekanne auf dem Rasen sehen. Oh, wie willst du wieder raufkommen? Schrie Annika. Ich komm nie mehr rauf, sagte Pippi. Ich bleib hier, bis ich pensioniert werde. Und ihr müsst mir durch das Loch da oben Essen runterwerfen. 5, 6 Mal am Tag. Annika fing an zu weinen. Warum trauern? Warum klagen? Sagte Pippi. Kommt lieber auch runter, dann können wir spielen, dass wir in einer Räuberhöhle schmachten. Niemals im Leben, sagte Annika. Vorsichtshalber kletterte sie ganz vom Baum herunter. Annika, ich sehe dich durch den Spalt, schrie Pippi. Tritt nicht auf die Kaffeekanne. Das ist eine alte, nette Kaffeekanne, die keinem Menschen was wehgetan hat. Und sie kann ja nichts dafür, dass sie keinen Ausguss mehr hat. Annika ging zum Baumstamm und durch einen kleinen Spalt sah sie die letzte Spitze von Pippis Zeigefinger. Das tröstete sie etwas, aber sie war immer noch besorgt. Pippi, kannst du wirklich nicht raufkommen? Fragte sie.
Pippis Zeigefinger verschwand und es dauerte keine Minute, bis ihr Gesicht durch das Loch oben im Baum zum Vorschein kam. »Vielleicht kann ich, wenn ich mir Mühe gebe«, sagte sie und hielt das Laub mit den Händen beiseite. »Wenn es so leicht ist, wieder raufzukommen«, sagte Tommy, der immer noch im Baum saß, »dann will ich auch runterkommen und ein bisschen schmachten.« »Na ja«, sagte Pippi, »ich glaube, es ist besser, wir holen eine Leiter.« Sie kletterte aus dem Baum heraus und ließ sich rasch auf die Erde herunter. Dann lief sie nach einer Leiter, schleppte sie auf den Baum und schob sie in das Loch. Tommy war ganz wild darauf, hinunterzuklettern. Es war ziemlich schwer, zu dem Loch zu kommen, denn das war hoch oben, aber Tommy war mutig. Und er hatte auch keine Angst davor, in den dunklen Baumstamm hinunterzusteigen. Annika sah ihn verschwinden und sie fragte sich, ob sie ihn jemals wiedersehen würde. Sie versuchte, durch den Spalt zu gucken. »Annika«, hörte sie Tommys Stimme, »du kannst dir nicht vorstellen, wie wunderbar es hier ist. Du musst auch runterkommen. Es ist kein bisschen gefährlich, wenn du eine Leiter hast, auf die du treten kannst. Wenn du das nur einmal gemacht hast, willst du später nichts anderes mehr machen.« »Stimmt das?«, fragte Annika. »Absolut«, sagte Tommy. Da kletterte Annika mit zitternden Beinen wieder auf den Baum und Pippi half ihr bei dem letzten schweren Stück. Annika schreckte etwas zurück, als sie sah, wie dunkel es drinnen im Baumstamm war. Aber Pippi hielt ihre Hand und redete ermuntert auf sie ein. »Hab keine Angst, Annika«, hörten sie Tommy von unten. »Jetzt sehe ich deine Füße und ich fang dich auf, wenn du runterfällst.« Aber Annika fiel nicht, sondern kam glücklich und wohlbehalten bei Tommy an. Und wenig später kam Pippi nach. »Ist es nicht schön hier?«, fragte Tommy. Und das musste Annika zugeben. Es war gar nicht so dunkel, wie sie geglaubt hatte, denn durch den Spalt fiel Licht herein. Annika ging hin und schaute, ob sie auch die Kaffeekanne draußen auf dem Rasen sehen konnte. »Das hier soll unser Versteck sein«, sagte Tommy. »Niemand weiß, dass wir hier sind. Und wenn sie draußen vorbeigehen und uns suchen, können wir sie durch den Spalt sehen. Und dann lachen wir.« »Wir können auch ein Stück Holz mitnehmen und es durch den Spalt stecken und sie damit kitzeln«, sagte Pippi. »Dann glauben sie, dass es spukt.« Bei diesem Gedanken freuten sie sich so, dass sie einander umarmten. Da hörten sie den Gong, der zu Hause bei Tommy und Annika zum Abendessen rief. »Schade«, sagte Tommy, »jetzt müssen wir nach Hause. Aber morgen kommen wir wieder, sobald wir aus der Schule zurück sind.« »Ja, tut das«, sagte Pippi. Sie kletterten die Leiter hinauf. Erst Pippi, dann Annika und zuletzt Tommy. Und dann kletterten sie vom Baum hinunter. Zuerst Pippi, dann Annika und zuletzt Tommy. »Wow, das war ein cooles Abenteuer!« »Richtig, Trax, das würde ich auch sagen. Richtig abenteuerlich. Ich bin gespannt, ob die Kinder auch so ein bisschen wie Annika zwischendurch Angst um Tommy bekommen haben. Aber ihr wisst schon, bei Pippi geht immer alles gut aus. Und aus ist auch ein gutes Stichwort, denn die Trax-Show ist für heute auch aus.